Liebe AS-Freunde, liebe Präastronautiker, wer mich nicht kennt, ich bin Ramon Zürcher, der langjährige Sekretär von Erich von Däniken und mittlerweile Geschäftsführer der AAS. Und wir sind jetzt hier seit 3 Wochen in Bolivien unterwegs. Die ersten 2 Wochen waren das im Rahmen vom Abora 5 Projekt, wo wir hier das Schilfboot Abora 5 bauen am Titicacasee für die Transatlantikmission. Diese Informationen findet ihr auf abora.eu oder den entsprechenden Facebook-Seiten. Wir sind jetzt aber hier noch alleine unterwegs in Bolivien, um an Orte zu gelangen, die so abseits der Touristenströme sind. Und hier gibt es wahnsinnig rätselhafte, mysteriöse Orte, wie ihr hier im Hintergrund seht. Wir sind hier in der Intikala in Copacabana am Titicacasee in Bolivien. Und wir sind eben auf der Suche nach solchen geheimen Orten, rätselhaften Orten, um eben mit unserer geplanten AS-Gruppenreise hierher, voraussichtlich im nächsten Jahr, um eben euch, liebe Gäste, an solche Orte zu geleiten, die eben nicht auf dem normalen Touristenprogramm stehen. Erich ist über 88 Jahre alt und deshalb geht er nicht mehr mit Gästen in die hohen Anden und somit habe ich die Ehre, euch hierher zu führen und an Orte zu bringen, die eben noch nicht erklärt sind und noch nicht so bekannt sind. Ich freue mich drauf, mit euch im nächsten Jahr voraussichtlich hierher zu kommen und solche Orte zu zeigen. Wir sind hier in Copacabana, dem Original in Bolivien, am Titicacasee. Da hat die Copacabana in Rio auch ihren Namen her. Andere Geschichte. Wir haben eher durch Zufall entdeckt, dass Intikala, das sind Steinfräsungen hier mitten in der Stadt. Und hier auf dem Feld da vorne, das schauen wir uns jetzt mal an. Bin mal gespannt, was wir da so zu sehen bekommen. Ja, Türe scheint verschlossen. Das wäre natürlich ärgerlich. Hier mitten im kleinen Städtchen haben wir dieses Intikala. Die Türe ist sogar offen von weitem, dachten wir, sie ist verschlossen. Supi. Let's find out. Und hier werden wir Steinbearbeitungen wieder mal par excellence. Offiziell soll das ein Inka-Tribunal gewesen sein, dass hier die Inka ihre Richtsprüche und Entscheidungen getroffen hätten. Was ich aber bezweifle, weil das kennen wir ja aus Sacsayhuaman, dass solche Strukturen vor Inka sind und nicht erst zur Inka-Zeit entstanden, sondern von den Inkas übernommen worden. Schau mal, wie schön das ausgemeißelt wurde. Ziemlich verwittert. Ich nehme an, dass es hier wieder Andesit, also Granitart ist. Ich könnte es aber so jetzt nicht hundertprozentig behaupten. Ich nehme es an von der Steinstruktur her, dass das kein Sandstein ist, der einfach zu bearbeiten wäre. Also wir sind jetzt hier an der Intikala-Stätte. Laut offizieller Meinung die Sitze des Inkas oder eben auch das Tribunal der Inkas. Wobei diese Strukturen, wie wir sie hier sehen, eindeutig auf Prä-Inka hinweisen. Schauen Sie diese genauen, klaren Schnitte, die wir hier haben. Das erinnert definitiv an Sacsayhuaman oder Quenco Grande, das direkt dahinter liegt und ist definitiv nicht Inka, sondern die Inka haben das höchstwahrscheinlich in ihrer ganz kurzen Herrschaftszeit wieder benutzt. Aber für mich ist das eindeutig Prä-Inka, wie wir es eben auch aus Peru kennen. Hier in Copacabana, in Intikala, sehr zu empfehlen,
eindrücklich, all diese unlogischen Ausschnitte. Wir werden nachher noch gleich mal mit dem Kompass messen, ob das wirklich vielleicht eine Ausrichtung hat und ob es vielleicht was zu tun hat mit einem Sonnen- und Sternenobservatorium, wie wir es hier oben von Orca del Inca auch kennen. Und hier geht's weiter. Nach offizieller Meinung der Sitz des Inkas. Aber das sind ein paar Sitze. Und zu welchem Grund? Wir müssen nachher mal die Ausrichtung checken. Aha. Das erinnert wieder an die Schalensteine im Schwarzwald und Europa. Irgendwelchen Abflüssen darunter. Wirklich an jedem Stein etwas bearbeitet. Hä? Dann hast du gar nicht hier eine Grabung zu machen. Mhm. Das ist jetzt eine kleine Vorbereitung auf Sacsayhuaman, respektive Quenco Grande. Aber hier ist es sehr ausgewaschen. Eine Beschreibungstafel, nehme ich an, war da mal. Hier wieder aufgerichtete Steine. Hier hinten soll Orca del Inca sein, auf diesem Hügel. Ein Sonnen- und Sternobservatorium. Und wenn wir hier diese aufrecht stehenden Steine haben, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das irgendwie auch zusammenhängt mit dem Observatoriumsgedanken. Den Aussagen vom Inka-Tribunal, okay, muss man glauben, weil es so gesagt wird, muss man nicht, klar, aber es scheint für mich eher unrealistisch, dass das zum Zwecke eines Tribunals so herausgearbeitet wurde. Aber wie gesagt, höchstwahrscheinlich haben die Inkas einfach weiterverwendet, was schon da war. Wieder diese Ausschnitte, die jegliche Logik heutzutage widerstreben. Was soll das gewesen sein? Hier beim oberen Stein von Intikala, da haben wir zwei parallele Nischen oder so Sitze des Inkas, wie sie genannt werden. Und diese beiden sind auf 135 Grad Süd ausgerichtet, also Südost. Ja, irgendwie kommt mir das 130, 135 Grad kommt mir bekannt vor, muss ich aber nochmal nachschauen oder eben mit einem Astronomie-Spezialisten drüber reden, ob das vielleicht eben Ausgucke für die Sternen- und Sonnenobservation gewesen sein kann. Wäre ein Vorschlag. Also die hier ist jetzt ausgerichtet auf etwa 121 Grad, also ein anderer Winkel, als wir vorher bei den anderen zwei drüben hatten. Die ist fast nördlich ausgerichtet, da haben wir rund 25 Grad Nord. Hier bei dieser Nische, wo uns irgendwie nicht so viel Sinn macht, weil da direkt der Block vorne dran ist, die ist jetzt südlich ausgerichtet und zwar auf 170 Grad Süd. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Kante auch etwas mit der Beobachtung zu tun hat. Warum sonst sollte man hier direkt vor so einer Wand so eine Nische machen, wenn es für astronomische Beobachtungen gedacht war. Die sind jetzt westlich ausgerichtet und da sind wir bei rund 278 Grad West. Die östlichen ausgerichteten Nischen, die wir jetzt hier haben, gegenüberliegend von hier, von den westlich ausgerichteten, da sind wir jetzt auf 111 Grad Ost
Die Nische hier ist jetzt wieder nördlich ausgerichtet. Und zwar haben wir hier 28 Grad Nord. Und jetzt müssen wir mal Archäoastronomen oder einen Astronomen fragen, ob ihm diese Zahlen was sagen und ob es eben sein könnte, dass das als astronomische Beobachtungsposten eingerichtet wurde in längst vergangenen Zeiten. Überall wurden hier an den Steinen kleine Nischen herausgearbeitet. Wieso hier vis-à-vis von diesem Felsen? Könnte es sein, dass wir ihn Kenko Grande alles auf dem Kopf steht, oder das gar nicht die originale Ausrichtung war. Ich weiß es nicht. Hier haben wir irgendwie Stufen hoch. Gleich mal noch zu den Steinen da hinten. Aber der hier ist schon der eindrücklichste und erinnert fern an die Piedras Cansadas, die liegen gebliebenen Steine von Tiwanaku, die von hier in der Nähe von Peru aus vom Vulkangestein Andesit abgebaut wurde, verarbeitet oder angefangen zu bearbeiten, und dann sind sie irgendwo auf der Strecke vom Titicacasee nach Tiwanaku liegen geblieben. Sehr schön. Eindruck.